Also mein Name ist Christian Roth. Ich bin 61, wohne in Wald in der Bleiche und ich bin durch eine Operation, einen Hautriss, bin ich schlussendlich in den Rollstuhl gekommen. Währenddem der Herr Roth im SBZ in der Reha war, hat sich das ZHB seiner Wohnung angenommen und wir haben die Rollstuhlgängig angepasst. Der wichtigste Punkt in seiner Wohnung war sicher das Badzimmer. Im Badzimmer haben wir eine Badwanne rausnehmen und eine bodenebene Dusche eingebaut. Wir haben alles auf seine Bedürfnisse abgestimmt. Wir haben den Zugang in das Bad anpassen. Zusätzlich haben wir im Eingangsbereich, bei den Haustüren, Anpassungen gemacht. Das ist so eine denkmalpflegerisch wichtige Baute, wo wir natürlich haben müssen architektonisch Rücksicht nehmen mussten. Wir haben die Schwellen angepasst und eine Türautomation eingebaut. Und auch den Zugang in seine Wohnung haben wir gewisse Schwellenanpassungen müssen vornehmen, damit er hindernisfrei in seine Wohnung hineinkommt von außen. Wir haben gemeinsam angeschaut, was von Seiten IV alles gezahlt wird und haben dann Vorschläge gemacht, welche Anpassungen zu machen sind. Diese Anpassungen haben wir dann in einen Plan eingebracht, dass er auch vor Baubeginn gewusst hat, was auf ihn zukommt. Er ist ja während der ganzen Bauzeit in der Reha im SBZ und hat das natürlich nicht live vor Ort mitbekommen. Den Plan habe ich gesehen. Und ich habe aber auch gewusst, dass alles nur, wie soll ich sagen, nur begrenzte Möglichkeiten sind. Ich kenne natürlich schon viel verrücktere Badzimmer und schönere Badzimmer, aber die würde ich auch nicht zahlen. Und er hat mir da ganz klar gesagt, was machbar ist, quasi von einer IV her und was nicht. Also ich habe das Glück, in so einer Wohnung zu wohnen, die grosszügig ist und fühle mich entsprechend wohl. Und auch mit dem Umbau, der ist sehr zweckmäßig und auch nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz unschön, oder? Sondern er passt wirklich da rein und er passt dazu. Und ich denke, ja, super Lösung.